Genau, exakt sowas ist für mich Camino. Das ist der schönste Wanderweg, den ich in meinem Leben gegangen bin. So, herrlich geschlafen, herrlich aufgewacht, ganz entspannt Sachen gepackt, weil die Katinka noch am Pennen war, dementsprechend war kein Druck. Jetzt die Etappe mit 300 Höhenmetern, 5,9 Kilometer, die sich so anfühlen sollen wie 10, aber ich habe jetzt Respekt vor dieser Strecke. Freue ich mich, das wird, glaube ich, ein richtig geiler Ausblick. Hier ist schon wieder alles schön, mir geht's richtig gut. Hier wird das Gefühl, ich werde heute ein bisschen laufen können. Nach den 6 Kilometern wird erstmal ein dickes Frühstück, ein schönes Tortillachen oder zwei. Plus ein Kaffee con leche. Rabanal del Camino, da vorne ist es zu Ende, das kleine Dörflein. Rabanal del Camino. Schon geradeaus, ne? Wasserschild. Sieht vielversprechend aus. Wetter ist geil. Keine schlechte Laune. Der Tinker ist langsam. Da geht's nicht so gut. Der ist wieder schlecht. Schön. Heute kommen wir noch am Eisernen Kreuz vorbei. Cruz de Ferro, das ist sehr berühmt, eine der berühmtesten Etappen, weil das wird nochmal richtig hoch. Also da gehen wir auf über 1500 Höhenmeter. Da wird man einen Stein abgelegt, zwei Steine. Und genau, da geht es eben darum, dass man da einen Stein ablegt. Und viele Pilger nehmen einfach zu Hause mit, keinen mitgenommen oder finden einen auf dem Weg und legen dann symbolisch im Prinzip alle ihre Sünden oder ihre Laster, im wahrsten Sinne des Wortes, legen die ab und hoffen dann, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen und die Laster da bleiben. Das ist ein schöner Brauch. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt, wie es da mal aussieht. Da werden wir heute auf jeden Fall dran vorbeikommen. So, wir sind jetzt gefühlt keine 2 Kilometer gegangen. Aber wir haben hier so einen kleinen Platz gefunden, wo man sich hier so hinsetzen kann. So Brunnen. Es sind 2 Kilometer gewesen? Ach Quatsch, dann waren es 2. Wunderschöne Etappe, also wirklich, es ist die beautifulste Etappe ever. Jetzt sind die Berge. Ein Highlight des Caminos erreicht. Cruz de Ferro, das Eiserne Kreuz. Oder das irgendwie so. Das Eiserne Kreuz. Oder das irgendwie so. Da. Der Brauch ist ja, dass man da einen Stein ablegt. Das habe ich getan. Und ich zeige euch das gleich nochmal. So, irgendwie tut mir diese Gruppe nicht gut. Ist schon wieder hier, keine Ahnung, 3 Stunden gechillt. Vor dem besagten Kreuz. Jetzt ist da gerade niemand. Jetzt nutze ich, bevor wir die letzten 2 Kilometer gehen, haben wir uns entschlossen, wir machen heute Sonntag, wir machen heute nicht mehr viel. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr irgendwie zu hetzen. Ich muss hier niemandem irgendwas beweisen. Ich muss mir selbst vor allem nichts beweisen. Es ist kein Wettlauf. Wenn ich keinen Bock habe, weiter zu laufen, dann chill ich halt einfach. Und ich wollte euch jetzt einfach mal dieses Kreuz nochmal präsentieren. So sieht das Ganze aus. Hier sind alles diese Steine, sind alles Steine von Menschen, die hier abgelegt haben. Da. Das ist so cool. Puh, da ist es. Ziemlich weit oben, einer der höchsten Punkte im ganzen Camino. Also sieht gerade zwar nicht so aus, weil wir halt ziemlich hoch die ganze Zeit waren. Also vorhin war es noch ein bisschen höher. Aber es ist einer der höchsten Punkte. Ich glaube, wir sind knapp über 1500 Höhenmeter. Ist wunderschön. Ich habe mir meine Sachen auch jetzt schon abgelegt. Das ist das Cruz de Ferro für die Menschen, die es interessiert. Hier sind überall Sachen, Steine.
in den Stamm reingepackt worden. Bändchen, Ketten, Festivalbänder. Ganz viele Menschen wollen anscheinend brauchen aufhören und haben mir Zigarettenpackungen gelassen. Schade, Marmelade. Ich wollte euch das hier alles mal kurz zeigen. Ich hoffe, das war ganz interessant, damit ihr es mal gesehen habt. Sehr, sehr, sehr schön hier. So, schon echt ein Hügel. Haben anscheinend viele Menschen irgendwas abzugeben. Ja, auch eins der beliebtesten Punkte, die es so gibt. Auf dem Camino, auf dem Weg nach... Scheiße, wo wollen wir nochmal hin? Santiago. Hier ist dann so campingmäßig. Hier sind ganz viele spanische Familien, die mit dem Auto angereist sind, mal picknicken wollten. Pilger sind die keine mehr, weil die nicht dumm sind und halt nicht so bis 16 Uhr irgendwo chillen. Das ist der Rucksack, da ist die Ukulele drauf, wie immer. Der gute Sebastian. So, und wir machen es jetzt weiter und gucken mal, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall easy. Easy going. Oh, verdammte Scheiße, ja. Ja, es sind 1000 Wegpfeiler. Budapest. Boah, überleg mal. 615 Kilometer und der Patrick ist in Budapest gestartet, Alter. Der ist jetzt 500 unterwegs. Das musst du dir mal geben. Santiago, 222 Kilometer. Das heißt, wir sind jetzt gelaufen? 10. Nein, wie viele sind wir gelaufen insgesamt? 578. Ich bin auch schon 400 echt? Irgendwas gelaufen. Ja. Hier. Scheiß drauf, ich habe nicht viel Geld, aber ich glaube, hier kaufe ich mal irgendwas. Ich habe mir nichts gekauft, weil es gab nichts Shittiges, was ich voll geil fand. Wir gehen jetzt 7 Kilometer weiter bis in die nächste Alberge. Es ist zwar schon sehr spät, aber es ist schönes Wetter. Und da kann ich wenigstens sagen, ich bin über 10 gelaufen. Wunderschön. Himmel. Ich bin gerade so glücklich, dass ich weitergelaufen bin. So wunderschön. Ja, gestern bin ich total nach irgendwie, boah, endlich ankommen. Und jetzt gerade denke ich mir so, ich hätte am liebsten ewig laufen. Ich habe ja auch von jemandem erfahren, dass der Camino auch ein keltischer Weg war. Das ist ein Dreieck. Ich kenne zwei Ecken. Das ist einmal Finisterra, also die Spitze, Ende Spaniens. Und die andere ist Stonehenge. Innerhalb dieses Dreiecks unter der Milchstraße sind schon die Kelten gewandert bis nach Finisterra. Immer unter der Milchstraße lang. Also es ist nicht genau exakt der Weg natürlich. Ich bin gerade so voll bei mir. Ich weiß, es ist total anstrengend irgendwie gerade, aber das stört mich überhaupt nicht. Genau, exakt sowas ist für mich Camino. Also natürlich gehört auch zum Camino so, dass man das einmal das ankotzt und dass der Weg langweilig ist, aber das ist der schönste Wanderweg, den ich in meinem Leben gegangen bin. Ich bin noch nicht viele gegangen, aber heute, das was ich heute gelaufen bin, unglaublich. Ja, das ist Galizien. Wunderschön, Alter. Das ist scheiße nochmal das Paradies. Reise ins Nichts. Dann noch gesessen, Sebastian, und hab mir hart den Sonnenuntergang angeschaut. Und jetzt sind wir gerade in der Herberge. 600 Kilometer gelaufen mit diesen Füßen und diesen Waden. Unglaublich. Jetzt gehen wir runter in die Bar, trinken noch einen Kakao. Hallo Welt, ich putze gerade Zähne. Super geil. Der Tag war super. Wundervolle Etappe. Super Tag. Super geil, alles super geil. Super Abend, sehr viel gelacht. Ich gehe erst ins Bett. So viel zum Thema Camino. Ciao.
Fisch. You keep my hands on myself.